NHL is calling. Wir tun uns bei MySports regelmäßig mit der weltbesten Liga beschäftigen. Haben da eine spezielle Rubrik. Heute ein super Gast, Kevin Fiala, herzlich willkommen. Danke mal. Du rockst die Liga seit Wochen, seit Monaten. Erzähl mal ein bisschen, was ist abgegangen in der letzten Zeit bei dir, mit deinem Verein, mit deinem neuen LA. Nimm uns da mal ein bisschen mit auf die Reise. Ja, es macht sehr viel Spaß momentan da zu sein, neues Team. Vor Anfang an bin ich ein bisschen nervös gewesen, halt alles neu gewesen, neues System, neue Trainer, neue Mitspieler, neue Stadt. Ich kann wirklich nur gut sagen, es ist wirklich sehr einfach gewesen, um reinzuleben da. Sehr gute Mitspieler neben dem Eis, ist wirklich die ganze Mannschaft ist wirklich sehr verbunden, ist wie eine große Familie und das hat mich wirklich sehr mitgezogen und von Anfang an ist sehr sehr einfach einfach gehabt, um in die Gruppe zu kommen und auf mich ist auch sehr gute Spieler halt oder sehr gutes Team. Im Allgemeinen, am Anfang sind wir ein bisschen unkonstant gewesen und jetzt sind wir be besser und besser geworden. Und nein, macht wirklich sehr viel Spaß und auch hoffentlich weiter so machen. Ja. Man sieht, du bist gut angekommen, sitzt da mit einem bequemen Stuhl in deinem Büro, hinten dran Umriss von L.A. Hast können zügeln, hast können ins Haus einziehen, bist jetzt auch wirklich total angekommen, ja, wie soll ich das umschreiben, dieser pulsierenden Metropole. Ja, das kann man so sagen. Jetzt bin ich wirklich total angekommen. Wir haben auch jetzt gerade das Haus gekauft, gerade reingezogen. Jetzt haben wir halt viel Boxen und so in der Garage. Jetzt haben noch zwei Kollegen von der Schweiz, die mir auch da helfen. Ist auch natürlich schön. Aber sonst, also wenn man jetzt anfangs sehr, sehr vergleicht zu jetzt, dann bin ich wirklich die Heide und es fühlt sich viel mehr die Heide an, als ich, wo ich in Minnesota und Nashville war. Und das ist sehr komisch eigentlich, weil ich jetzt eigentlich nur ein halbes Jahr war. Aber es fühlt sich an, dass ich da schon ein paar Jahre gespielt habe, halt mit dem Team her. Und es fühlt sich wirklich super an. Wenn man so die Bilder sieht aus Nordamerika, oder? Die sind oft am Jubeln, du bist mittendrin, 55 Match, 55 Punkte. Du hast es vorher kurz gesagt, oder? Man ist ja selbst in deinem Status, kribbelt es immer noch ein bisschen, wenn man an einen neuen Ort kommt und die Erwartungen sind gigantisch gewesen. Du bist jetzt Königstransfer angekündigt worden und hast bis jetzt, ja, richtig gern performt. Ich nehme an, da bist du restlos glücklich mit diesen Zahlen. Ja, sicher. Ich bin sehr happy bis jetzt mit meiner Leistung da und mit unserer Leistung, mit der ganzen Mannschaft da jetzt, die wir jetzt angebracht haben bis jetzt. Aber ja, das ist immer mehr ein größeres Ziel. Auch für mich jetzt speziell persönlich. Ich würde noch besser werden. Ich bin immer noch ein junger Spieler, finde ich. Aber grundsätzlich, ja, mit dem Druck da halt in LA ist es ein bisschen einfacher, mit dem Druck umzugehen, weil es ist nicht so eine große Hockeystadt. Da ist halt Basketballstadt und alle vier Sportarten gibt es da. Und auch neben dem Eis, wenn es nicht so gut geht, kommst du heim nach dem Training oder nach dem Match und die Sonne scheint. Und du kannst eigentlich, hast du so, wie ich sagen, so ein bisschen wie Ferien. Also kannst wirklich das Spiel vergessen und dich auf andere Sachen konzentrieren, aufs Leben ein bisschen. Und dann, wenn die Zeit wieder kommt, den nächsten Tag, wenn du wieder ins Training gehst oder ins Spiel gehst, dann hast du dich ein bisschen gelüftet oder das Hirn ein bisschen geleert und positiv bist du wieder mehr und hast dich wieder wie ein bisschen erholt. Oder? Und das ist nicht der Fall gewesen, habe ich gefunden in Minnesota. Der Druck von den Fans viel höher gewesen, es war wirklich eine Hockeystadt und es ist so unglaublich hart, wenn es so nicht gut gelaufen ist. Oder, nein, nicht allgemein. Nach dem Training bist du heimgegangen, bist mit dem Hund gelaufen, vielleicht 20, 25 Minuten, bevor du nach vorne bist, weil es so kalt war. Und dann bist du wieder heimgegangen und dann bist du immer ein bisschen am Warten gewesen, bis zur Nacht, bis die Zeit zum Essen ist, wieder ist. Und da ist einfach das Leben ist auch viel besser, finde ich. Und da ist auch verbunden mit dem Hockenleben. Und das ist auch viel einfacher, zum ein bisschen, ja, zum
Gedanken ein bisschen irgendwo anders als Hockey. Wie war es gewesen, du hast es jetzt gerade vorher erwähnt, oder? Da ist eine grosse NBA-Organisation in der Nähe. Gibt es ein bisschen Austausch? Bist du auch schon mal bei den Basketballen reinschauen? Weil das ist ja die ganz big Show, oder, in Amerika. Du sagst es selber, oder? Da kann man sich ein bisschen reinwerfen, man kann ein bisschen Gedanken schweifen lassen. Vielleicht relativiert es auch das eine oder andere, wenn du dann dort auflaufst. Wie ist das? Nimmst du das ein bisschen mit? Ja, sicher. Ich und Jess haben ein Courtside-Ticket bekommen von unserem Owner. Lakers sind wir schauen gegangen. Das sind wir noch nie gewesen. Courtside gesitzt und ist sehr, wieder halt Erfahrung, oder? Ist sehr schön gewesen. Aber es gibt nicht so einen grossen Austausch von NHL und NBA. Ich glaube, sie sind ein bisschen zu hoch für uns. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll, aber ich glaube, von unserer Seite sind wir auch mehr Fans von den NBAs und sie sind, glaube ich, nicht so große Fans von uns. Sie sind so allein, die Liga für sich allein. Gehen wir wieder ins Kernbusiness von dir zurück, ins Hockey. Ich habe letztens einen Kommentar dazu gelesen, der gesagt hat, he lights the lamp and ends the night. Wo du in der OT ein weiteres Goal geschossen hast, eben sie schwärmen da in höchsten Tönen. Sanheim digs for it. D'Angelo spills out. He wants a penalty. None given. Fiala and Doughty a bite. Fiala scores! Kings win in overtime! Kevin Fiala lights the lamp and ends the night! Das kommst du ja schon ein bisschen mit über, oder, der Hype? Doch, da kommt mit über, aber ich probiere eigentlich wirklich Social Media eigentlich wirklich fernhalten von mir, und das habe ich vor ein paar Jahren habe ich es jetzt probiert gehabt. Ja, in Minnesota hat wie vorher gesagt, es sind wirklich so eine grosse Hockeystadt, und entweder bist du der Gott dort oder der Loser halt, oder? Und von dem her habe ich vor zwei Jahren habe ich da wirklich versucht, Instagram, Twitter eigentlich löschen von meinem Handy, und dann ist es mir eigentlich immer besser und besser gelaufen im Hockey, wirklich, weil ich brauche eigentlich nicht wissen, was die anderen denken. Das Wichtigste ist, was ich über mich denke, was der Trainer über mich denkt und was die Mitspieler über mich denken, oder? Und das hat eigentlich so funktioniert. Also eigentlich bin ich nicht so gross im Social Media. Der Mitspieler, einer davon ist der Anze Kopitar, oder? Ich meine, das ist eine Legende. Das ist eine LA-Legende, das ist über 1100 Scorepunkte. Captain seit Jahren, oder? Eine riesige Figur, zweimal das Stanley Cup gewonnen mit LA. Was ist, wenn du solche Figuren siehst in der Kabine sitzen? Geht man da mit einer gewissen Demut innen und raus, wenn man solche Mitspieler hat? Ja, wie du gesagt hast, er ist eine riesige Legende, hat so viele Jahre schon gespielt und hat gewonnen, hat Punkte, große Assist, hat wirklich alles gemacht, oder? Und für mich ist auch sehr schön, zum jeden Tag reinkommen und sehen, was er macht, und er ist gerade neben dir, oder? Du kannst ihn so viele Sachen fragen und er beantwortet alles, und er hat, so wie vorher gesagt, er hat wirklich alles gewonnen, oder? Und das, ich bin immer noch sehr jung und ich will auch ein Stanley Cup gewinnen, und auch die kleinen Details, die es braucht, für den Stanley Cup gewinnen. Das weiß er, er hat das alles erlebt. Merkt man eigentlich, dass in dieser Organisation auch sehr viel Spieler-Know-how drinsteckt? Oder der Luke Robitaille ist Präsident von LA, der GM ist der Rob Blake, das sind auch Grande gewesen in dem Sport, oder? Riesenfiguren. Merkst du das als Spieler, fließt das ein bisschen rein, dass man eben merkt, das ist in jeder Phase drin, das Know-how, oder wie man grosse Sachen kann gewinnen. Kommst du das ein bisschen mit über, oder? Ja, sicher. Wie du jetzt gesagt hast, wir wirklich alles in dieser Organisation, und das hilft sicher. Die haben selber gespielt. Sie wissen, sind wirklich alles erlebt, oder? Also, Tiefe, Höhe. Und wenn es dem Spiel halt nicht gut geht, dann wissen sie genau, wie er mit dem umgeht. Und auch umgekehrt genau so. Und es hilft sehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Organisation hat wirklich alles. Also von Fuß zum Top, wie man das sagt, da ist sehr cool, zum
Zum die in der Organisation hat Robert Hill und Blake halt on top, oder? Die zwei haben jetzt sicher einen sehr guten Job gemacht, um ein gutes Team dort zusammenzubauen, jetzt, wenn wir in den letzten paar Jahren schauen. Und sie kommen auch am selber so gut reden über normal, über das Hockey, oder? Weil sie haben auch gespielt. Und wir haben auch sehr viele junge Spieler da und nein, ist top, wirklich. Sehr gute Organisation. Ist die Mannschaft gebaut, zum ganz hochzukommen? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man jetzt so die ganze Saison anschaut, am Anfang sind wir sehr inkonstant gewesen. Haben wir wirklich können hoch gewinnen und hoch verlieren. Und jetzt in den letzten paar Monaten, oder in der letzten Zeit jetzt, also vor allem nach der Weihnacht, sind wir jetzt wirklich, wirklich gut gekommen. Und haben eigentlich gegen jeden besiegt, gegen Top-Teams. Und ja, wir machen immer noch große Schritte nach vorne. Es ist immer noch eine ganz lange Saison. Es kann alles passieren, wenn du in die Playoffs kommst. Aber ich glaube sehr, sehr groß daran, dass wir weit kommen können. Also, ja. Das ist ein Highlight schon hinter dir, das All-Star-Game, oder? Das ist schon, ich nehme an, das ist eine grosse Ehre gewesen für dich, oder? Dass du bei den Klassenbesten dabei bist. Wie hast du den Tag in Erinnerung oder das Wochenende? Ja, das war sehr cool. Wirklich so viel Spass gehabt, zum anderen Leute kennenlernen, da die Superstars. Und ich habe immer geträumt von dem, dass ich dabei bin, einmal in der All-Star. Und jetzt ist es passiert. Und wirklich eine sehr große Ehre, dass ich für alle Kings vertreten und auch die Schweizer, also die Schweizer, ja. Nein, sehr cool gewesen. Da werde ich nie vergessen. Wirklich so mit grossen Stars, mit so Sidney Crosby zum Beispiel, Schweizer, wo ich mein Idol war, wo ich tatsächlich war, was auch immer. Ja, mit dem auch so schwätzen über Leben und so Sachen. Und ist zum sehen, wie er humble ist, ist schon gut zum sehen. Weil er hat wirklich alles erreicht und auch McDavid ist genau das Gleiche, ist sehr bodenständig und humble und ist sehr guter Mensch und darum sind sie halt so gut auch im Hockey, oder? Speedy Kevin, kann ich sehen. Fast. Nein, zweiter geworden. Ist sehr schwierig, muss ich ehrlich sagen. Wir haben uns nicht können einwärmen vorher. Und ja, für mich war auch wichtig, um mich nicht zu verletzen, zum Spass daran zu geniessen. Und ja, das habe ich gehabt.